Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Arma 3 Real Life mit mir und dem Kli. Hallo. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Kupfermine. Wir haben es jetzt 4:55 Uhr, wie man ja vorne schön im Display sehen kann, weil das ist das Schöne, die Armaturen funktionieren. Und das heißt, es wird doch gleich wieder hell. Da war doch irgendjemand, oder? Naja, das war ein Leck. Achso. Also mache ich auch nicht, sie machen Promi und Bild hier. Ja, der Bootshändler, der ist ja meines Erachtens nachher vor uns. Also was ist... gerade dran vorbeigefahren. Oder bin ich auch gerade unter anderem noch mit dran vorbeigefahren, aber der Anfängerstadt oben ist halt auch noch einer. Immobilienmakler heißt, man kann ja Häuser kaufen. Ja. Es gibt auch hier beim Bootshändler neben den stinknormalen Gedöns auch eine sogenannte, also diese Wasserlandungsbootfahrzeuge, weißt du was ich meine? Die auf dem Wasser landen können. Und so eine Hovercraft gibt's ja auch. Ach, das ist cool. Aber riesen Ding, ne? Ja. Aber, und wie ist es hier vorne? Waren wir ja beim normalen Autohändler Horsten gerade, ja? Beim normalen Autohändler. Ach nee, halt, da war ja. Nee, wo mir. Du hast es ja aber aus der Garage gezogen, glaube ich, ne? Die Fahrzeuge habe ich alle aus der Garage gezogen, ja. Also wenn du den Ford haben willst, musst du zum Ford-Händler. Wenn du den Dodge haben willst, zum Dodge-Händler. Wenn du den McLaren haben willst, zum McLaren und so weiter. Und beim normalen Autohändler? Da gibt es halt die stinknormalen Fahrzeuge, wie überall auch, ne? Plus in GAZ, also GAZ. Plus den VW4 GT schießen mich tot. Und das war's dann, ja. Achso. Da war noch eins dabei, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Dinger. Der VW ist aber scheiße. Ich habe mir irgendwann gedacht, ey cool, VW. Aber der hört sich scheiße an, der fährt sich scheiße, der beschleunigt scheiße. Also, kaufen. Auf jeden Fall, kam Gott sei Dank nur 20.000. Naja, das geht ja. Ich weiß ja nicht, wie die Preise hier sind. Da fragst du mich ja zu viel. Also, Pfirsich ist normal, Pfirsich Apple ist normal. Ja, das hab ich gesehen. Das siehst du ja auch, wenn du zum Markt kaufst. So, und schon bist du dran vorbeigefahren. Ach nee, du willst hinten rein, ja? Nö, eigentlich nicht. Und schon wieder vorbeigefahren. Da hättest du links gemusst. Also jetzt auch rechts. Dann führe mich mal. Und die nächste wieder links und dann geht's direkt in die Kupfermine. Oh, das ist. Achso. Oh, da sind doch schon ein bisschen mehr als erwartet. Alter, was ist hier los? Gibt's ja Bananen? Vor allem, wie cool ich den Arm da drüben raushänge. Du hast das schon mal angeguckt? Ja, kenne ich ja. Alter, bin ich geil. Hast du zugemacht? Ja, ich hab zugemacht. Gut, das funktioniert wahrscheinlich wieder nur über das Set-Menü, oder? Das funktioniert wieder nur über das Set-Menü. Oh, ich hab noch eine Nagelbänder. Ich denke, die sollte ich vielleicht mal entfernen, bevor die Bullen kommen. Wo ist denn die, ja? Wo ich gezockt hatte, an den Tag habe ich mir ja die ganzen Autos gekauft. Und irgendwann kam ich da an den Bahnübergang bei, da hat ein Polizeiauto mit einem Ziff-Auto halt zusammen gecrashed. Und das hast du gleich mal abgerippt. Ja, was heißt abgerippt? Das ist... Man lässt ja nichts liegen. Es war wieder mitten auf der Straße. Dann habe ich gesagt, komm, sagst du das Ei und gibst. Ich wollte ja eigentlich den Polizisten alles wieder geben, aber ich habe halt gewartet, glaube 10 Minuten. Da kam aber keiner. Der Rettungsdienst kam dann mal schnell angeflogen. War dann der Wurbert weg, es kam kein Polo. Nur da habe ich es halt sein lassen. Aber hier wird recht wenig erzählt, eigentlich, ne? Oh ja, hier wird recht wenig erzählt. Dafür siehst du auch schon mal, was der zum Beispiel hinten auf dem Rücken hat. Die Knarre, die ist auch nicht normal. Was ist denn das? Oh, das ist eine Modwaffe. Achso. Das ist eine M4 mit sämtlichen scheiß Aufsatz drauf. Aber du kannst die nicht so wegstecken wie sonst, um dass die anderen das nicht sehen, oder? Kannst du hier legal Waffen tragen? Ja, die Waffen, die du beim Waffenhändler kriegst, sind legal. Alles, was du teilweise vom Donator und teilweise vom Rebellen ist illegal. Naja, das sehen die aber dann. Das kannst du ja nicht so holstern, oder? Nee, hier kannst du es nicht holstern. Hier kannst du es nur hinten auf dem Rücken tragen. Beziehungsweise, wenn du in die Stadt reingehst, musst du es halt in den Rucksack legen. Achso. Ja gut, können sie trotzdem durchsuchen. Das ist richtig.
Wir können halt nachher gerade mal, wenn wir jetzt hier mit Kupferverzehr mal beim Waffenhändler vorbeigucken. Wie gesagt, da habe ich mich noch nicht so damit auseinandergesetzt mit den Waffen. Weil ich bis jetzt eigentlich immer recht freundlicher behandelt wurde. Bis jetzt. Aber ich Ja. sag mal so, mit einem rosa Hemde, das wird nicht langsam lange gut gehen. Ach ja. Was hast du bei Zeiten angemacht? Naja. Kann man auch nicht, kann ja nichts dagegen machen. Du hast ja zum Beispiel hier schön den Geländewagen hier, das nennt sich Geländewagen-Sticker. Also es gibt immer, was der hier hinten hatte, das war Jurassic Park, dann gibt es Mario, dann gibt es Joker, also hier Batman, dann gibt es Peach, keine Ahnung, was das sein soll. Gibt's auch irgendwas Normales? Hello Kitty gibt es zum Beispiel auch. Kompletten Hello Kitty, es gibt ja Hello Kitty Klamotten. Ja, habe ich gesehen. Ah, der Ralf zum Beispiel hat das ja an seinen Let's Play an. Ich meine, ja. Ich bin da eigentlich auch sehr stolz auf ihn. Ich meine, dass er sich so schnell dazu outet, weil, ja, das ist, wir sind ja hier im Internet. Da bist du doch eigentlich der Erste, der über den Haufen geschrotzt wird. Eigentlich Egal, ob schon, du was gemacht hast, du kriegst erstmal irgendwo eine Kugel, ne? ja. Mit Hello Kitty, ey. Aber irgendwas hat definitiv mit den Admin-Tool oder beziehungsweise mit den Tool, was sie benutzen, hin, weil der postet ja alles dreimal aneinander. Das war ja noch nie so. Ich denke, dass wir in der Alpha sind, ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr aus der Alpha rauskommt. So, Karre ist full. Also, Ja. jeden Fall. Siehst du, der trinkt einen roten, sieht scheiße aus. Und der hier mit den Tempels, der hat Löwe in. Entweder soll das ein Ghostbuster-Skin sein oder. Tempest ist doch so ein Zamak. Ah ja, stimmt, das sind Zamak, ne? Tempest habe ich jetzt so gar nicht gelesen. Gibt's aber. Das ist bestimmt wieder als Truppentransporter, oder? Ich glaube, den gab es in zwei Varianten beim LKW-Händler. Bin mir da aber gerade mal gar nicht sicher. Wenn So. ich hier drunter komme, kommt dann Beton von oben. Der ganze Segen kommt dann von oben runter geschüttet. Ach nee, hier kommt das ja, hier kommt das rauf. Das Gestein fliegt da oben rein, hier wird gehäckselt und hier kommt das Feine raus. Guck dir schon an, was macht denn der Kloppi? Wer? Ne, die zwei haben sich gerade schon so angeguckt, was macht denn der Kloppi? Will der vielleicht zu uns gehören? Was denn Klaus jetzt das Fahrzeug alles braucht? Ich bring schon Naja, mal ich an war den ab. bloß so, das ist hier so ein Notroll-Gedöns halt. Aha. Memes-Scheiß. So, aber du könntest mich gerne leiten in Richtung Verarbeiter. Richtung Verarbeiter. Wenn du schon entdeckt Ah. hast. Ja, ich hatte eine Funstgrad. Ah, hier ist er doch. Ah, gut, alles klar. Plupp, wieder zurück. Und zwar nachher erstmal links dann, ne? Ach, links. Links, ja. Direkt erstmal an der Kokainverarbeitung vorbei. Jetzt geht's eigentlich eine ganze Weile nur geradeaus. Und dann hier auf die Hauptstraße wieder drauf. Genau. Oh, sieht doch schön aus hier, ne? So schön im Herbst. Ja, noch Schwelden. Das wirkt zumindest von der Farbe her so. Obwohl es ja auch Sonnenaufgang gerade, ja. Ja, stimmt auch, oder? Ja, muss wirklich sagen. Wenn es jetzt, ich meine, so viel Neues ist ja jetzt nicht da. Es gibt ein paar neue Fahrzeuge, es gibt eine neue Map. Vielleicht. Wo die Polizei ist halt hier, das ist eigentlich so das Highlight, was der Mod zu bieten hat. Weil die Polizeifahrzeuge haben alle separate Lichtsteuerungselemente und. Du kennst doch bei den Amis hinten, die haben doch meist hinten noch solche gelben LED-Dinger dran. Wo du dann so einstellen kannst, soll das jetzt ein Pfeil nach drüben sein oder nach drüben und so weiter. Und das kannst du halt alles separat einstellen. Das ist halt nicht nur wie jetzt hier ein altes Live, dass da hier rot und eine rote und eine grüne LED mal kurz ab und zu leuchtet, sondern das kannst du halt alles separat einstellen. Halt komplettes Lichtsteuerungsskript mit drin. Das ist halt einfach das, was hier bei den Bullen halt so schön ist, aber naja. Also kannst du passend zu deinem Hello Kitty Style rosa machen.
Die haben halt Den ist er rechts. den nächsten rechts, die haben halt die Ami-Bullenfahrzeuge drin, also sie haben halt Deutsch und die ganzen Ford-Dinger und so weiter halt. Das ist halt das Schönste, ja. Und die E-Bulle ist ja mittlerweile auch noch rein. Naja. Ich glaube, da wird nicht viel reißen können. Ja, nein. Wenn es ein Anfänger ist, gleich gar nicht. Aber es ist schön, dass es hier überhaupt mal Wiese gibt. Hm. Also so ganz normale Wiese. Beim anderen, das war ja immer nur so, ja, vertrocknetes Gras. Oder Steppe. Hier links. Weil dann wohnt ja keiner. Warum? Da ist direkte Kommunikation an. Die Ampel enger auf der Kreuzung geworden. Achso. Ja, es sind jetzt noch eine Weile, sind es noch so enge Wege. Aber wir kommen dann auch wieder auf einen Highway. Ja, solche Wege sind eigentlich ja gut, weil hier ist halt kein Schwein. Hier ist ja die Überfallgefahr halt relativ niedrig. Na, musst du mal vorstellen, was du hier für eine schöne Schlacht machen kannst. Die nächste fahren wir dann rechts. Hier. Über Stock und Stein schickt er uns ja. Ich wollte die Hütte mir mal angucken. Guck, ach, hallo. Hm. Ich wollte mal hupen, es ging nicht. Dann fahren wir geradeaus drüber. Und diese nächste Kreuzung. Das war sie schon. Man nennt es immer gleich Kreuzung, ne? Das ist. Ah, jetzt geht's ein bisschen kurvig zu. Naja, quasi, dass ich abdort lerne. Ah, das ist halt auch so was stärker motorisierteres. Es gibt noch nichts Schöneres, als um 6:41 Uhr hier mal durch den Wald zu fahren. Kastanien sammeln. Naja, Kastanien und Eicheln. Genau, das geht doch jetzt eigentlich auch wieder los, oder sind wir schon mittendrin? Nö, das geht jetzt mit los. Das geht jetzt mit los noch. Die nächste Kreuzung ist eine T-Kreuzung, da fahren wir links. Wenn wir denn dementsprechend den Bergen aufkommen. Ja, Achtung, die kommt jetzt. Geht da mit vollem Schwung rein, ne? Ja. So, noch die Straße runter und dann kommt ein Highway. Von dort aus. Das ist da noch weit? Wald? Weit. Bis zu dem Highway? Nee. Nee, bis dann zur Verarbeitung. Ne, 2 Kilometer dann. Das geht ja. Rechts jetzt, ne? Vorsicht! Und drüber hinausgeschossen. Da fahren einfach mal drauf zu, ne? Wenn da einer durchschießt. Ja. Keine Gedanken. Der Highway sieht komisch aus, oder? Ja, was halt in Russland ein Highway ist, ne? So, da fahren wir einfach hoch bis ganz hoch. Da bleiben wir jetzt so lange wie möglich und dann noch einmal abbiegen und dann fahren wir direkt auf den. Ach ne, gut, es ist zweimal abbiegen. Wir könnten jetzt über die nächste links fahren, aber das ist nur Schlängelstraße, das dauert ewig dann. Ja, stimmt auch. Deswegen fahren wir. Immer geradeaus. Unser Problem ist ja, das ist nicht mehr richtig, die Straßenmarkierung hier durch. Das ist alles übelst verschwemmt. Die zurückhaltend, es waren hier extreme Spuren. Schießen wir immer gerade durch. Ist das nicht schön, um 7 Uhr morgens, die Sonne geht auf. Wir zwei im Echt? LKW. Ja, das. Da kommen ganz andere Gefühle auf, ich weiß Ja, wenn, aber. Voll weg!
Ach, guck mal, rechts der Wasserturm. Schön. Hör mal, Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. War dann geradeaus durch, oder? Ja, die nächste fahren wir dann aber links und dann fahren wir direkt drauf zu. Alles klar. Deswegen also sehen wir uns hier dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Hier haben wir noch eine Kirche. Und ja, bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.